Ein Ösophaguskarzinom ist ein bösartiger Tumor, der ausgeht von der Ösophagus-Schleimhaut. Da haben wir es mit zwei Tumortypen zu tun. Einmal ein Tumortyp, der vom Plattenepithel der Speiseröhre ausgeht. Das ist häufig kombiniert mit starkem Rauchen und häufigem Alkoholgenuss. Diese Tumoren werden eher seltener. Häufiger sind die Tumoren, die in dem Übergang Speiseröhre zum Magen auftreten. Da handelt es sich um eine Schädigung der Speiseröhrenschleimhaut in der Region durch wiederholten saurem Aufstoßen. Der schädigt die Schleimhaut und dann kann es auf dieser geschädigten Schleimhaut zu einem Karzinom kommen.